Vielen Dank auch für die Einladung, heute Ihnen ja, das Thema Arbeiten virtuell ja, im Team vorzustellen. Beim IT-Verbund Schleswig-Holstein unterstützen wir die Kommunen bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, aber auch, das ist mein Thema, bei der Digitalisierung der Schulen. Das ist ein sehr großes Thema. Es gibt den Digitalpakt Schule, wo wir tatsächlich gemeinsam mit dem Bildungsministerium, mit dem IQSH und auch mit den kommunalen Landesverbänden versuchen, die, oder nicht nur versuchen, sondern auch das Ziel haben, die Schulträger zu befähigen, das alles umzusetzen. Und da spielt natürlich auch das virtuelle Arbeiten zu Corona-Zeiten auch ein großes Thema, denn wir sind da auch sehr viel im Austausch und haben auch sehr viele Arbeitsthemen, wo wir gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren ja, uns austauschen. Und deswegen ist mir das auch so ein großes Anliegen und ich habe mich auch gefreut, als sozusagen die Anfrage kam, um Ihnen und Sie einfach bei diesem Thema heute abzuholen. Ich würde jetzt einmal meine Präsentation starten. So, da wäre auch tatsächlich erstmal die Frage, die ich einfach gerne Ihnen stellen möchte, um eine Einschätzung zu bekommen, wie Sie sich selber einschätzen, wie Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, ob Sie das Gefühl haben, das läuft schon sehr gut. Ob das nur so gut ist oder es ja auch besser sein könnte oder auch stark verbesserungsbedürftig ist. Und ich Ihnen da vielleicht auch heute auch noch mal so ein paar Themen mitgeben kann, dass Sie da auch ein besseres Gefühl haben. Denn ja, das wäre schon mal so die erste Umfrage, um mit Ihnen auch ins Gespräch zu kommen. Ist das möglich, dass du die startest, die Umfrage, Danny? Ja, wir laufen auf die 100% Rückläuferquote zu. Ich gebe noch 3, 4 Sekunden Zeit. Das hört sich gut an. Ja, mit Covid-19 haben wir ja auch alle sehr schnell die Erfahrung gemacht. Danke für die Rückmeldung. Es könnte besser sein. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen heute tatsächlich für die 43% da neue Impulse geben kann und auch denen, die schon sagen, das läuft gut oder sehr gut, da noch mal weitere ja, oder Herangehensweisen zu erhalten von mir, wie Sie das verbessern können. Ja, mit Covid-19 haben wir ja in kürzester Zeit uns sozusagen auf die virtuelle Welt umgestellt und wir haben da auch alle festgestellt, das ging eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, der ein oder andere ist sich schon bewusst, dass es da manchmal noch hinkt oder dass es doch nicht so ganz einfach ist und ist in der Zusammenarbeit mit dem Team die richtigen Tools zu finden. Und deswegen wäre für mich heute auch noch mal interessant, im Vorwege von Ihnen zu erfahren, ja, was Sie schon kennen und was Sie schon nutzen. Ja, Videokommunikationstools sind das eine. Da bin ich mir sicher, weil Sie das auch derzeit nutzen, dass Sie das kennen. Aber mich würde natürlich auch interessieren, inwiefern Sie schon selber mit Projektmanagement-Tools wie Trello, Slack, Asana, Jira, das ist jetzt nicht vollständig Berührungspunkte hatten oder auch inwiefern Sie vielleicht auch schon in virtuellen Workshops gearbeitet haben mit Miro, Miro und Klaxon, was ich tatsächlich im oder im Nachgang jetzt auch noch mal intensiver vorstellen werde. Oder ob Sie derzeit virtuell gar nichts Besonderes nutzen und ja, die Tools, die Sie eigentlich auch vorher verwendet haben, weiterhin ja, für die Zusammenarbeit verwenden.
Ja, auch hier lasse ich noch mal 2, 3 Sekunden die Umfrage laufen. Und wir haben doch eindeutige Ergebnisse. Prima, das gibt mir sozusagen von Ihnen, vielen Dank, auch eine Rückmeldung. Denn ich werde Ihnen heute tatsächlich auch nochmal Praxisbeispiel geben mit Mural, was man auch ganz toll in virtuellen Workshops anwenden kann. Und Sie heute einfach mal mitnehmen, was es so gibt und was sich auch anbietet zur Nutzung für die virtuelle Zusammenarbeit. Grundsätzlich ist das, wie Sie es vielleicht auch schon festgestellt haben, ganz schön herausfordernd, virtuell zusammenzuarbeiten. Eine Videokonferenz durchzuführen, das ist noch recht einfach, aber da gibt es auch einiges zu beachten, damit das auch erfolgreich wird und auch vom Team angenommen wird. Und das Erste, das sind so meine Key Takeaways, die Sie für sich mitnehmen können heute, ist, dass es halt wichtig ist, die passenden digitalen Arbeitswerkzeuge zu nutzen. Und da ist tatsächlich der erste Schritt, auch zu gucken, ob das zu Ihrer Unternehmenskultur passt. Ja, es reicht nicht aus, einfach nur digitale Werkzeuge bereitzustellen oder zu Tools. In vielen Fällen verfügen wir bereits zu Beginn der Pandemie über einige digitale Tools, schöpfen aber erst jetzt auch das Potenzial aus. Die passenden digitalen Zusammenarbeitswerkzeuge, die sind wichtig. Aber eine erfolgreiche Anwendung erfordert auch nicht nur die nötige Kultur, sondern auch Empfehlungen und basieren auch darauf, dass da ein Engagement ist, dass auch die Mitglieder aus ihrem Team und sie auch selber bereit sind, sich auf die neue Art einzulassen. Und einhergehend damit ist auch das Zweite, das Thema Zeitmanagement und auch da die Balance zu finden zwischen dem fokussierten Arbeiten und Auszeiten, hat, glaube ich, den einen oder anderen auch schon, oder hat der eine oder andere auch schon erfahren müssen, dass das gar nicht so einfach ist und die Grenzen häufig auch verschwimmen mittlerweile, weil es halt nicht mehr diese klare Arbeitszeit gibt. Ich fange um 9 an und mein Tag ist um 17 Uhr zu Ende, sondern das Arbeits- und Privatleben verschwimmt ineinander und geht häufig ineinander über. Das Arbeiten mit virtuell, das ist auch ziemlich anstrengend und es gibt auch Studien dazu, die Konzentration, die nimmt da relativ rasch auch nach. Deswegen kann ich Ihnen da auch mitgeben, wenn Sie Meetings machen mit Ihrem Team virtuell, belassen Sie das tatsächlich auf einer Stunde und schauen Sie, dass Sie da eine Pause machen, eine Unterbrechung. Und bei Workshops, wo Sie was miteinander ausarbeiten, sollte das auch nicht länger als 3 Stunden dauern, denn das ist für uns alle sehr anstrengend, das virtuelle Arbeiten, weil man sich halt konzentriert auf den Bildschirm und auch wenig Ablenkung hat, was man normalerweise schon hätte, wenn man sich normal sieht. Also das ist von der Wahrnehmung auch für die Verarbeitung einfach eine große Herausforderung. Dann ist halt auch ein wichtiger Punkt, den ich schon vorweg angesprochen habe, die Kulturstimmung und Interaktion im virtuellen Setting, dass das noch viel wichtiger ist, klar zu kommunizieren in diesem physischen Raum und sich auch dessen bewusst zu sein, dass man auch hier eine Etikette benötigt,
wir haben das ja gerade eben auch, Danny Kenser hat das ja schön mit uns einmal gemacht, dass man miteinander vereinbart, wie mit also wie sozusagen zusammen umgegangen wird, dass die Mikrofone on mute gestellt werden oder auch die Kameras aus- oder eingeschaltet werden oder wann auch Fragen gestellt werden können, dass man nicht ständig Unterbrechungen hat, vielleicht in der Ausarbeitung oder dass man halt auch weiß, wenn man Fragen stellen kann, dass das nicht störend wirkt. Ich würde auch da gerne nochmal mitgeben, vielleicht, wenn das sich anbietet, oder nicht vielleicht, sondern bei Meetings Warm-ups einzuführen, damit man halt auch ein Ankommen erreicht mit seinem Team und ja, jeder sich sozusagen auch einstellen kann auf das, was man dann sozusagen miteinander besprechen oder erarbeiten möchte. Ja, das vierte, was natürlich nicht fehlen darf, ist Technologie und Tools, dass man das auch immer vorher testet. Das ist jetzt, was wir gemacht haben, schon im Vorab ein Technikcheck. Aber es kann auch tatsächlich bei den, was ich Ihnen noch vorstellen will, wird das Thema Whiteboards, dass man vielleicht auch vorab Tutorials den ja, Teammitgliedern oder Mitarbeitern zukommen lässt, damit die sich schon mal mit den Tools vertraut machen können und sich auch darüber informieren können. Das wäre tatsächlich so mein Vorschlag, um virtuell besser zusammenzuarbeiten, beziehungsweise sich dessen auch bewusst zu sein, was ist eigentlich benötigt schon mal im Vorwege für die virtuelle Zusammenarbeit. Was unterschätzt wird und im virtuellen Bereich tatsächlich eine neue oder nicht eine neue Rolle, aber in der Funktion doch etwas erweitert ist, ist die des Moderators. Und wenn Sie Meetings durchführen, dann sollten Sie da auch Wert legen, dass einer diese Moderatorrolle übernimmt und auch klar miteinander besprechen, welche Rolle er einnimmt. Denn der Moderator kann ja gerade im virtuellen Bereich unterstützen, aber er hat halt auch Funktionen, die ich dann auch nochmal insbesondere einfach nochmal ja, besser darstellen möchte. Er fungiert zum einen als Vorbild. Das heißt, er versucht ja mit den verfügbaren Ressourcen, und das ist tatsächlich der Zeit, gut umzugehen, dass es nicht zu endlosen Meetings führt. Das hat sicherlich auch schon mal der ein oder andere erlebt, dass die Diskussionen dann einfach länger und länger werden und keiner irgendwie einschreitet oder auch alle vergessen, dass man schon die Zeit überschritten hat. Und er hat halt auch die Möglichkeit, das Team an neue Zusammen- oder Austauschformate heranzuführen in seiner Runde. Des Weiteren ist das wichtig, dass der Moderator dem Team Raum gibt und auch ihnen ermöglicht, sich auf ihre Ergebnisse zu konzentrieren. Das heißt, dass er auch tatsächlich schaut, dass jeder Teilnehmende mitgenommen wird und sich auch einbringen kann. Denn häufig ist es tatsächlich in Meetings so, dass einige sich immer regelmäßig beteiligen, aber das Team besteht auch aus allen Mitgliedern. Und da ist es halt auch wichtig, dass jeder gehört werden kann. Und der Moderator hat da die Möglichkeit, auch alle einzubinden und dass auch alle Gehör finden. Eine weitere wichtige Funktion ist, dass die Kultur auch gestärkt wird und dass man sich auch Zeit nimmt. Ich meine mit neuer Kultur oder mit der Kultur auch, dass das ja neu ist und sich auch immer noch nicht normal anfühlt, auch wenn das ja häufig ja genannt wird, das neue New Work. Aber viele wünschen sich ja eigentlich schon wieder die Präsenz
Und ich denke, dass wir noch sehr lange hybrid arbeiten werden oder auch virtuell, solange wir einfach Covid-19 haben. Und das heißt, dass man das auch annehmen muss. Und das hilft halt, wenn man sich dessen bewusst wird und auch schaut, dass das Routine werden darf. Und je häufiger man das durchführt und je klarer jedem sind, was da zu beachten ist, desto besser und mehr kann es gelebt werden. Und das wäre mir an der Stelle nochmal wichtig, auch Ihnen da mitzugeben, dass, weil es einfach häufig unterschätzt wird, dass nicht jeder davon immer so begeistert ist, sich virtuell in Videokonferenz auszutauschen. Und dass das einfach wichtig ist, diese Moderatorrolle sich auch bewusst zu sein und auch auszuführen. Dann komme ich nochmal zu dem anderen Punkt, Anleitung zu Aufgaben und Learnings bereitstellen. Das heißt, dass, dass auch praktikabel und einfach gehalten wird und immer auch möglich ist, dass es von den Teilnehmern in den virtuellen Meetings oder Workshops umgesetzt werden kann. Also von der Zeit her, dass nicht überschritten wird, sondern das, was man sich dann vornimmt zu erarbeiten, auch in der Zeit geleistet werden kann, um da nicht für Frustration zu sorgen. Oder auch wenn es um Meetings geht, dass man in der Zeit bleibt, dass man nicht sozusagen immer über die Zeit der anderen verfügt und dass sie auch das Gefühl haben, dass sie mit irgendwas aus diesen Meetings an wichtigen Informationen auch herausgehen und der Moderator auch schaut, dass es einen Mehrwert gibt bei den Treffen für die Teilnehmer. Ja, ich habe es jetzt einmal mal so dargestellt, was es für unterschiedliche Tools gibt im Überblick und würde da auch gleich mit Ihnen intensiver einsteigen wollen. Wir haben die Themen, die man mit der Teamarbeit halt hat. Das sind einmal Fragen von Präsentation, auch Projektmanagement, was man im Team virtuell durchführen kann, dann virtuelle Workshops und auch Teambuilding-Aktionen. Und der ein oder andere hat das vielleicht auch schon für seine Weihnachtsfeier virtuell im Dezember genutzt, man vielleicht da auch Sachen ausprobiert hat, online stattfinden zu lassen. Wir haben zum Beispiel ein Escape Room genutzt und das war auch tatsächlich ein neues Erlebnis mit dem Team, einfach neue Erfahrungen sammeln zu können. Ja, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten und für was nutze ich das? Ich möchte Ihnen heute tatsächlich ein bisschen mehr Klarheit geben und auch Tools, die Sie dafür nutzen können. Mir ist das bewusst, dass das nicht vollständig ist. Das ist auch tatsächlich einige Dinge nutze ich sehr regelmäßig. Was wichtig ist, ist generell, dass Sie immer sich ein Tool hinaus oder ein Tool heraussuchen sollten, was Sie gemeinsam testen und auch probieren. Und wenn Sie damit im Team arbeiten und es nutzen, auch im Anschluss gemeinsam besprechen, ob Sie das weiterhin nutzen wollen oder ob Sie ein anderes Tool suchen. Die Funktionalitäten sind häufig ähnlich, aber gerade in der Praxis stellt man doch fest, dass das, wofür man das benötigt, nicht immer das Optimale ist. Und da möchte ich Sie auch ermutigen, das auszuprobieren und auch Ihrem Team das mitzugeben, dass das nicht in Stein und Meißel ist, sondern dass es die virtuelle Zusammenarbeit auch damit lebt, Sachen miteinander auszuprobieren und auch auszutesten. Und wenn was nicht funktioniert, dann muss man halt ein neues Tool haben. Sich suchen, was das vielleicht einfach besser abdeckt oder was die Zusammenarbeit erleichtert.
Ich habe in der Übersicht ziemlich viele Tools. Da ist halt auch, das macht nicht die Masse, sondern es ist manchmal auch, wenn Sie das mit Ihrem Team absprechen, ausreichend, eine Sache zu verwenden und die dann aber auch tatsächlich häufig, dass das auch, dass man da auch Praxiserfahrung sammeln kann, bevor man sich dann irgendwie einem weiteren Tool zuwendet. Für virtuelle Workshops haben sich oder bei virtuellen Workshops geht es ja darum, Brainstormings häufig durchzuführen und Ideen zu clustern und auch zu bewerten und darüber abzustimmen. Und da gibt es tatsächlich schöne Tools. Moodle werde ich Ihnen tatsächlich gleich auch nochmal vorstellen. Das ist eine große Whiteboard, also eine große weiße Wand, an der man halt auch wie zur analogen Zeit arbeiten kann, Post-its befestigen kann und auch noch viele, viele tolle Sachen mehr machen kann. Und die eignen sich tatsächlich sehr gut für Workshops. Wir benötigen aber auch tatsächlich ein bisschen Übung, damit man das vernünftig anwenden kann. Dann habe ich auch nochmal die üblichen verdächtigen Teams genannt. Teams hat halt immer den Vorteil, dass man da gemeinsam auch an Dokumenten arbeiten kann und dass der Austausch halt über die, Plattform auch für virtuelle Workshops gut genutzt werden kann, ebenso wie bei Storms. Virtuelle Kommunikation, das ist wichtig, ich hatte es ja schon gesagt, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, in die Kommunikation miteinander zu treten. Die Idee ist ja dabei, dass man Informationen schnell an verschiedene Zielgruppen verteilt und auch im Team vielleicht auch schnell eine Rückmeldung bekommt. Und das eine, was man durchführen kann, sind Videokonferenzen, also über Zoom, Teams. Aber man hat auch die Möglichkeit, über Messenger sich auszutauschen. Ich habe Ihnen einmal Rocket Chat mitgegeben. Das nutzen wir sehr intensiv im Team, wo man einfach ganz schnell mal fragen kann, hast du Zeit? Ich möchte mich austauschen oder kannst du mir eine Rückmeldung geben? Ich benötige da Informationen. Ich denke, dass Sie da, wenn Sie sowas noch nicht nutzen, vielleicht das einfach mal ausprobieren. Hat halt den Vorteil bei solchen Messenger, dass man auch mit dem Team mehr in Kontakt kommt und Telefonate vermeiden kann und auch die Anzahl der E-Mails. Man sieht auch bei diesen Messengern, ob derjenige verfügbar, erreichbar oder auch in einem Meeting ist, was das dann auch erleichtert, um schnell eine Rückmeldung zu erhalten. Für virtuelle Präsentationen und Meetings, was ja sehr häufig zu Corona auch stattgefunden hat, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde das auch tatsächlich ein bisschen danach auswählen, was Sie planen, ob Sie ein Teammeeting machen, ob das Präsentationen sind mit externen. Und auch welche Ziele diese Meetings verfolgen. Je nachdem besteht dann einfach auch die Möglichkeit, zum Beispiel Concept Board zum Beispiel zu nutzen oder das in Verbindung mit Whiteboards, wenn Sie da was erarbeiten wollen. Das würde ich Ihnen auch ans Herz legen, das einmal auszuprobieren und zu testen. Also die Links sind da auch hinterlegt, sodass Sie da ohne Probleme einmal raufgehen können und vielleicht auch mal ausprobieren, ob das für Sie eine neue Möglichkeit ist, mit Ihrem Team zu agieren. Wichtig in der Teamzusammenarbeit sind natürlich Projektmanagement-Tools, die es vereinfachen, Dokumente auszutauschen und die auch das kollaborative Arbeiten ermöglichen mit Vorlagen und Templates. Und das
gerne auch in Realtime, dass sie also sozusagen die Änderungen gespeichert und auch verfügbar sind für alle. Ein tolles Tool ist außer Teamwork auch Jira, wo man eine gute Historie auch hat und ja, Sachen auch schnell wiederfindet, was ja gerade in größeren Projekten auch immer ein Thema ist, die ganze Kommunikation nachzuhalten. Aber auch Trello ist sehr hilfreich, um gemeinsam das Projekt zu visualisieren und auch Aufgaben im Team zu verteilen und auch agil zu arbeiten. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Bereich, der vielleicht von einigen von Ihnen noch nicht so genutzt wird. Und da wäre tatsächlich auch meine Empfehlung, das Thema Teambuilding. Das muss nicht immer ein sehr kostenintensive Möglichkeit sein, wie das vielleicht in der Vergangenheit häufig gewesen ist, wo man dann mit dem Team mehrere Tage irgendwo im Hotel bucht und sozusagen außerhalb des Unternehmens sich austauscht und versucht, sozusagen Zusammenhalt herzustellen. Es gibt tatsächlich mit dem virtuellen ganz viele virtuelle Tools, die einen da unterstützen können und wo man halt auch in regelmäßigen Abständen gemeinsam, wenn das Team bereit ist dazu, das auch einmal oder auch abends stattfinden zu lassen. Wir machen das tatsächlich immer einmal im Quartal, das ist freiwillig, wo wir einfach mal Dinge ausprobieren und spielen. Ich habe Ihnen da tatsächlich mal ein paar Links mitgegeben und kann Sie da nur ermutigen, das mal auszuprobieren, weil das Team die Möglichkeit hat, sich virtuell auch mal anders kennenzulernen und auch freier agieren kann und man auch seine Teammitglieder noch mal neu kennenlernen kann. Und das einfach sehr viel Spaß bringt. Teammut habe ich auch nochmal gekennzeichnet. Das ist vielleicht auch schön, um im Warm-up zu erfahren, wie es Ihrem Team geht. Die Möglichkeit einfach gibt, dass man mehr erfährt, wie es den einzelnen Mitarbeitern geht. Gerade zu Corona-Zeiten haben sich ja doch viele, die alleine zu Hause sind, nicht keine Familie haben, etwas ausgegrenzt gefühlt. Und da gibt es halt mit so einem Tool auch die Möglichkeit, zu erfahren, ob es da Themen gibt, um da auch zu agieren oder auch gegenzuwirken und die Mitarbeiter da mitzunehmen oder Mitarbeiterinnen. Virtuelle Events hatte ich ja schon so mitgegeben, was man da auch da an vielen Dingen machen kann, sei es zu Weihnachten oder zu Jubiläen oder auch, dass man Projekterfolge nochmal feiern kann. Gehen Sie einfach mal auf die Links, probieren Sie es vielleicht auch mal aus, ob das ein oder andere für Sie interessant oder relevant sein kann. Das sind tatsächlich virtuelle Events, wo auch das ein oder andere mit VR-Brillen durchgeführt wird, was sicherlich auch nochmal ganz neue Wege aufzeichnet und auch nochmal vielleicht Ihnen eine Möglichkeit gibt, spielerisch virtuelle Welten zu erforschen und kennenzulernen. Da komme ich jetzt schon auf das nächste Thema. In den letzten Jahren haben sich schon ganz viele Messeunternehmen dem Thema zugewendet, Messen anders stattfinden zu lassen, virtuell. Und da sind sehr viele Ideen entstanden, die analoge Welt in die digitale Welt zu bringen, mit Messeständen, auch mit Räumen, die man individuell gestalten kann.
Und auch da habe ich Ihnen ein paar Links mitgegeben, auf die Sie im Nachgang sehr gerne gehen können und die mal ausprobieren können. Vielleicht ist da das ein oder andere tatsächlich für Sie auch interessant. Vielleicht als Idee für eine Messeumsetzung. Ich habe auch bei VR, das ist mehr für Ingenieure auch ausgerichtet, wo man tatsächlich auch ja, Dinge sehr plastisch darstellen lassen kann, was auch spannend ist zur Vorstellung von neuen Produkten. Sie sehen das hier schon im Anhang, gibt es auch von mir nochmal eine Übersicht, ein Toolbook mit Tools, wo Sie ganz viele Templates finden, weil ich habe auch für mich festgestellt, es gibt oder diese Templates, davon werden wir auch gleich nochmal eins sehen und kennenlernen, hat halt den Vorteil, dass Sie nicht selber sich was erstellen müssen, sondern je nachdem, was Sie für einen Bedarf haben mit Ihrem Team, was Sie erarbeiten möchten, das auszuwählen und auf einer Whiteboard daran oder anhand dessen zu arbeiten. Dann habe ich Ihnen auch noch mal einen Link hinterlegt, agile Spiele für virtuelle Teams. Das Spielerische sollte nicht zu kurz kommen, auch wenn Sie an Themen arbeiten, aber diese agilen Spiele helfen halt für Warm-ups, um eine gute Atmosphäre zu schaffen und vielleicht auch die Lust wieder für Videokonferenzen zu erhöhen, denn das stelle ich fest in den ganzen Austauschgruppen, wo ich bin, ja, dass man auch so eine gewisse Müdigkeit mittlerweile hat und einfach auch froh ist, wenn da wieder mal neue Impulse gesetzt werden. Da halt auch die Idee, probieren Sie das mal aus. Das machen wir auch tatsächlich regelmäßig bei uns in Teams, dass wir haben halt einen, der diese Moderatorrolle übernimmt, der ja, uns immer wieder neue Spiele mitgibt, beziehungsweise auch manchmal sind es auch tatsächlich Fragen nach der Stimmung oder was uns gut gefällt oder was auch immer. Da gibt es halt zahlreiche Ideen, wie man ja sozusagen da neue Impulse setzt. Dann habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, Icebreaker-Fragen. Da werden automatisch Fragen generiert, die man dann gestellt bekommt und als Team dann beantworten kann. Und das kann auch sehr erheiternd und lustig sein und bietet sich auch gerade beim Warm-up an. Ja, das, was ich Ihnen vorstellen möchte heute, um in dieses um vielleicht auch nochmal Ihnen eine neue Möglichkeit geben, mit Ihren Teams zu arbeiten oder auch mit anderen zur Ausarbeitung, ist das Mural. Das ist ein Whiteboard, auf denen, ja, also eigentlich unbegrenzt Mitglieder dran arbeiten können. Es gibt auch noch das Miroboard, das ist auch ähnlich aufgebaut und auch das Klaxon. Das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen eine Geschmackssache, was einem besser gefällt und einem mehr entgegenkommt. Von den Funktionalitäten sind sie ähnlich. Man muss sich das vorstellen wie eine ganz große weiße Wand, die unbegrenzt ist und die man halt nutzen kann, um Dinge miteinander zu erarbeiten. Und ja, ich hoffe, dass Sie heute nach diesem Workshop einfach die Lust darauf verspüren, sich anzumelden und das einfach mal auszuprobieren, auch mit Ihrem Team. Bevor wir damit starten, würde ich Ihnen ganz gerne noch mal ein bisschen Orientierung geben. Also es gibt zwei Sachen, die wichtig sind beim Mural Whiteboard. Ich werde Ihnen das auch gleich nochmal live zeigen. Es gibt in der rechten Ecke zur Orientierung dieses Subsetting. Da wird angezeigt, das ist hier grün unterlegt, wo Sie sich befinden auf dem Whiteboard, beziehungsweise Sie haben da auch die Möglichkeit, die Einstellungen zu ändern. Entweder zu vergrößern oder auch zu verkleinern.
Und es gibt auf der linken Seite, wenn Sie da rübergehen über die Leiste, öffnet sich automatisch unterschiedliche Bausteine. Das ist in diesem Fall der Text und Post-its. Das kennen Sie vielleicht einfach noch aus der analogen Zeit, wo Sie den Moderationskoffer haben. So müssen Sie sich das auch hier vorstellen, den man nutzen kann. Da gibt es dann die Möglichkeit, Post-its zu erstellen, aber Sie können auch Icons setzen, Bilder einfügen und auch zeichnen oder schreiben. Also eine Vielzahl an Möglichkeiten, die es da gibt. Ich würde jetzt ich würde Ihnen jetzt erstmal nochmal die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und als nächstes ist tatsächlich die Idee, das einmal live zu schalten für Sie und auch, dass Sie sich dass Sie das einmal ausprobieren können. Das wäre dann die erste Übung heute mit Ihnen. Und dann habe ich noch eine zweite Übung. Aber ich möchte Ihnen jetzt auch erstmal die Gelegenheit geben, wenn keine Fragen sind, das auszuprobieren. Ja, Britta, im Chat ist noch nichts aufgelaufen an offenen Fragen. Okay, ich würde jetzt einmal Ihnen einen Link mitgeben, auf den Sie gehen können. Und Ihnen erstmal die Möglichkeit geben, ich mache das dann auch parallel auf, dass Sie das dass Sie das ausprobieren können bei sich, um erstmal mit dem Wallboard vertraut zu werden. Das können auch gerne von Ihnen Fragen gestellt werden. Ich wechsle jetzt einmal die Ansicht. So, jetzt müssten Sie das eigentlich alle sehen können, mein Mobile Board. Ja, gibt es Tools, die DSGV-konform sind? Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, was Sie sich oder was Sie tatsächlich im Vorwege klären sollten. Also Moralboard ist DSGVO-konform. Also wir nutzen das bei uns im ITVSH auch für Workshops. Da muss man halt tatsächlich im Einzelnen nochmal gucken. Bei uns ist zum Beispiel auch das Thema, dass wir Teams nicht nutzen, weil es halt von Microsoft gehostet wird, beziehungsweise in der USA liegt und wir das nicht verwenden können. Ich hoffe, dass ich Ihre Frage da an der Stelle beantworten konnte. Ansonsten dürfen Sie jetzt tatsächlich gerne auf das Moralboard mitkommen und auch das, was ich Ihnen gezeigt habe, ausprobieren. Sie haben halt das, was ich Ihnen gezeigt habe, hier die Möglichkeit, Post-its zu setzen. Man kann die auch duplizieren, indem man da zweimal drauf, ne? Das macht er jetzt nicht. Eigentlich machen. Man kann sie duplizieren, was er jetzt nicht machen möchte. Und Sie haben halt auch die Möglichkeit, Texte einzuführen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie sozusagen zu mir kommen auf das Board. Also es ist wirklich groß und selber das einfach nutzen und Dinge ausprobieren. Ich würde Ihnen das tatsächlich 5 Minuten jetzt geben, dass Sie ja einfach schauen,
was man da machen kann. Und die nächste Übung wäre dann eine Gruppenübung. Aber das setzt auch voraus, dass Sie erstmal eine Vertrautheit gewonnen haben mit dem Mural Board und auch mit der Größe. Hier unten sehen Sie das hoffentlich. Da wird gerade dargestellt die Größe und die kann man sich sozusagen eine Übersicht verschaffen. Ich habe ja auch noch mal ein Template eingeführt, wo man die Möglichkeit hat, auch Sachen zu hinterlegen oder einzugeben. Und der Vorteil von diesen großen Whiteboards ist, dass Sie das für die Zusammenarbeit aufteilen können und auch die Mitarbeiter, das sehen wir gleich, in unterschiedliche Gruppen verteilen können, aber alle an diesem einen Whiteboard zusammenarbeiten. Das finde ich halt sehr spannend daran, dass man halt auch in größeren Gruppen Sachen zusammen erarbeitet, die man danach dann halt auch abspeichern kann und ja, dann nochmal eine neue Möglichkeit gibt, in die Zusammenarbeit miteinander zu treten. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne den Chat. Achso, ich höre gerade, man muss sich vorher registrieren. Eigentlich nicht. Also eigentlich sollte das so nutzbar sein. Auch noch ein Vorteil ist, man hat halt auch verschiedene Möglichkeiten, dass man auch einen Timer stellen kann, um die Arbeit oder die Zusammenarbeit zu begrenzen. Ich stelle den jetzt einmal, um Ihnen sozusagen die 5 Minuten zu geben, hier noch Dinge auszuprobieren. Und ja, also wie Sie sehen, es gibt da eine Vielzahl an Möglichkeiten, hat halt auch immer die Gefahr, dass man ein bisschen abdriftet. Und ich finde es ganz gut, wenn man mit den Templates arbeitet, weil man seinem Team damit dann auch einen Rahmen geben kann. Der dann definiert ist. Britta, für dich zur Info, ich bin auch gerade mal dem Link gefolgt, ja. Das Werkzeug erwartet das Anlegen eines eigenen Accounts. Okay, aber der ist kostenlos. Vielleicht das vorab, das habe ich jetzt, weil ich das schon etwas länger nutze, nicht so in Erinnerung. Ja, also wenn Sie das weiß. Ich weiß, dass es ja accountfreie Zugänge bei Mural auch gibt. Ja. Eventuell, ja, vielleicht schaust du noch mal ganz kurz, ob du in deinem Mural Board dort noch einen solchen Link generiert bekommst. Naja, vielleicht ist das der. Warte mal, vielleicht ist das der Visitor Link. Ich stelle den jetzt nochmal rein und hoffe, dass das dann besser funktioniert. Wobei eine Dame, Frau Czerwonka, ja schon mit dir online war. Da scheint es dann doch geklappt zu haben. Ja, manchmal nicht. Ja, ich habe jetzt nochmal einen Visitor-Link gegeben. Vielleicht klappt das mit dem dann besser, weil ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass man da frei eintreten kann. Ja. Hast du den schon in den Chat? Ja, habe ich gerade reingestellt.
Hier ist leider noch kein Link im Chat zu lesen. Hast du den als Direktnachricht geschickt, eventuell? Ach so, ja. Einen Moment. So, jetzt. Ah, jetzt. So, ich probiere es jetzt auch nochmal. Ja, jetzt kommt mehr. Ich würde dann nochmal die Zeit verlängern. Also wenn das jetzt gleich Leuten, beziehungsweise wenn das Flugzeug kommen sollte, würde ich Ihnen da ganz gerne noch ein paar Minuten zu geben, damit Sie da vertrauter oder sich vertrauter machen können mit dem Moorboard. Dann haben wir das ja auch noch gelöst. Eine ja, danke dir, Danny. Ja, das lag tatsächlich an dem, dass ich den Visitor-Link nicht ausgewählt habe. Aber so sehe ich, dass Sie das Regel nutzen. Und das war auch die Idee dabei, dass Sie damit vertrauter werden. Und man muss auch tatsächlich sagen, da macht es die Übung, dass man das immer mal wieder nutzt und sich überlegt, das einzubinden, um halt auch die Meetings interessanter zu gestalten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ihre Mitarbeiter oder auch im Team der ein oder andere dann vielleicht auch Lust hat, da sich Templates herauszusuchen und vorzubereiten für die Meetings, für das ein oder andere Thema. Vielleicht noch einen Tipp an dieser Stelle. Britta, kannst du uns kurz zeigen, wie man sich aufs Wesentliche konzentriert und nicht immer abgelenkt wird durch die ganz vielen anderen, die da online sind, als Pfeile? Irgendwo gibt es noch ein Knöpfchen, wo man das ausstellen kann. Ja. Denn das ist hier gerade eine Frage im Chat, also an mich gewesen. Kann man denn die anderen ausstellen? Ja, ich meine, dass das in den Zooms, Zoom-Bereich geht. Dass man das fokussieren kann. Ja. Ja, das sind jetzt tatsächlich die Detailsachen. Ja, man kann das auch ausblenden. Da muss ich aber gerade tatsächlich passen. Das sei mir bitte verziehen an der Stelle. Okay. Ich würde aber trotzdem nochmal Ihnen 2 Minuten, beziehungsweise 2 Minuten geben, dass Sie da nochmal ein bisschen Bilder auch, das Kaninchen finde ich ja super, dass Sie da noch ein bisschen vertrauter werden können und Sachen ausprobieren. Britta, du hattest ja die besondere Bedeutung des Moderators vorhin auch erwähnt. Ich möchte dem auch nachkommen. Wir gehen zeitlich auf die 18.30 Uhr zu, nur für dich zur Planung, welche Aufgaben oder Themen in den verbleibenden so circa 10 Minuten noch auf deiner Agenda stehen. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich nur noch das Spiel, was ich gerne mit Ihnen durchführen würde. Aber das müssen Sie dann tatsächlich entscheiden, ob Sie noch ein Spiel machen möchten auf dem Moorboard oder ob Sie das eher nutzen möchten, um Fragen zu stellen. Ja, dann stellen wir doch mal die Frage ganz konkret. Wer möchte von Ihnen, von unseren Gästen, sich auf dieses Spiel im Muralboard noch einmal mit einlassen mit Frau Weidemeier? Geben Sie uns gern einfach einen Daumen hoch virtuell. Das finden Sie unter Reaktionen. Haben Sie die Möglichkeit, einen Daumen hoch zu strecken und dann wird uns das hier angezeigt. Wir zählen das mal kurz aus. Ja,
gemischte Reaktion. Noch sind wir hier noch nicht mehrheitsfähig. Ansonsten scheint es tatsächlich vielleicht doch größeres Interesse zu geben, vielleicht nochmal in den Austausch zu kommen, Britta, beziehungsweise vielleicht die ein oder andere offene Frage nochmal stellen zu dürfen, als jetzt mit dem Werkzeug zu arbeiten, ist mein Eindruck. Ja, also ich bin für beides offen. Mir war es aber wichtig an der Stelle, dass wir auch mal Praxis, also nochmal ein Tool auch in der Praxis sehen. Für mehr reicht die Zeit nicht. Sie sehen ja auch, dass das ja recht komplex ist in der Nutzung und in den Möglichkeiten. Und da heißt es tatsächlich, das in der Praxis auszuprobieren. Und ich hoffe, dass ich Sie da ermutigen konnte, einfach auch mal neue Tools zu nutzen. Ich würde dann tatsächlich einmal die Freigabe unterbrechen und wieder zurückkehren. Ich habe Ihnen auch noch Tipps im Anschluss erhalten. Sie ja die Präsentation, wo ich auch das, was ich Ihnen an Tipps gegeben habe, nochmal zusammengefasst habe. Und Sie sich vielleicht bei Ihrem neuen nächsten Meeting mit Ihrem Team ein bisschen dranhangeln können. Einfach vielleicht auch da neue Wege gehen mit Ihrem Team. Das war es jetzt erstmal an meiner Stelle. Vielen Dank und Sie dürfen gerne Fragen stellen. Ja, liebe Britta, wenn sich, während Sie unsere Gäste noch sammeln und Ihre Fragen gleich noch ausbringen werden, in unser aller Namen erstmal von mir ganz, ganz herzlicher Dank an dich für diese tatsächlich ja doch herausfordernden Themen der virtuellen Zusammenarbeit. Ganz, ganz lieben Dank und auch von meiner Seite nochmal die Einladung. Gibt es Anmerkungen, Anregungen oder aber offene Fragen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, diese an unsere Referentin oder an wen auch immer zu platzieren. Und diejenige, die zuerst aufs Mikro drückt, das ist diejenige, die zuerst gehört wird. Moin. Ja, Herr Lambers, hat geklappt. Ja, guten Tag. Ich bin Jan Lambers, ich bin freiberuflicher Wirtschaftsingenieur und berate KMUs im Handwerk. Von einzelnen Logistikprozessen bis hin zur Umstellung des ganzen Lagers, inklusive Einführung von Lagerverwaltungssystemen. Und ich habe eigentlich nur noch einen kleinen Tipp. Ich weiß nicht, ob Sie das schon, also Sie hatten nämlich vorhin schon gesagt, Frau Weidemeier, dass in Online-Meetings es wichtig ist, dass die Meetingzeit möglichst klein sein soll. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass vor allem das Brainstormen in Meetings eigentlich der größte Zeitfresser ist. Und dafür gibt es zum Beispiel auch noch so, also sehr einfache Apps, wo man im Grunde zwar alleine, aber mit dem Team zusammen brainstormt. Zum Beispiel mit Mebility gibt es da. Dass man eben schon vor dem Meeting brainstormt und in den Meetings dann direkt Lösungen dafür findet, was da rausgekommen ist. Ja, also ich finde das, danke für die Ergänzung. Man kann natürlich auch noch viele Dinge mehr nutzen, wie auch vielleicht Mentimeter, um Umfragen zu machen mit den Mitarbeitern, was sie vielleicht auch erarbeiten wollen oder woran sie arbeiten wollen, um dann eine schnelle Rückmeldung zu erhalten. Und man muss einfach auch gucken, was gut ankommt und auch was akzeptiert wird, weil ich habe das auch schon erlebt, dass der ein oder andere Kollege gesagt hat, oh Gott, jetzt schon wieder ein neues Tool. Brauchen wir das und können wir nicht bei dem anderen bleiben? Das sollte tatsächlich nicht der Fall sein. Da sollte man sich auch gemeinsam einigen und das auch miteinander abstimmen, damit das eine Akzeptanz erfährt. Weil auch wenn vielleicht Sie und ich da Freude dran haben, neue Sachen auszuprobieren, ist das nicht bei allen so. Und das ist halt auch mit dieser Kultur gemeint, dass man da auch miteinander den Weg geht und nicht alleine. Weil das überfordert auch manche.
Und ja, da sind auch immer viele Ängste manchmal dabei, also gerade auch bei so einer Whiteboard, dass das peinlich ist, wenn man das nicht versteht oder dass man dann vielleicht länger benötigt. Und da halt auch die Idee, es gibt da auch Tutorials, das vielleicht im Vorwege dann mitzugeben, dass derjenige sich dann vielleicht damit auch auseinandersetzen kann oder dass man das, wie ich das jetzt mit Ihnen beispielhaft mal ausprobiert habe, gemeinsam das entdecken darf. Also dass jeder sozusagen für alle das neu ist. Frau Weidemeier, Britta, vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung. Also das ist ja nun ein Werkzeug, auch dieses Neural ist ein Werkzeug für eine Bohrmaschine oder eine Kreissäge. Da lerne ich ja meinen Mitarbeiter auch an, bevor er diese Geräte nutzen darf oder die Kettensäge und so weiter und so fort. Wie ist deine Erfahrung oder deine Einschätzung? Sollte man hier mal in vernünftige Trainings investieren oder soll das jeder für sich irgendwie rausfinden, ob er das gut findet? Also bei uns, also in unserem Unternehmen machen wir das tatsächlich so ein bisschen à la Trains a Trainer, dass einer sich schon irgendwie so ein Thema annimmt und das dann auch den anderen vorstellt. Das wäre zum Beispiel eine Idee, vielleicht auch für Sie. Also es muss jetzt nicht immer was Kostenintensives sein. Vielleicht haben Sie da abwechselnd in Ihrem Team, dass man sich sozusagen das reihum mal mitgibt, dass sich die Personen dann damit auseinandersetzen, das vorstellen und man das dann auch kennenlernen kann. Das wäre so meine Idee. Vielen Dank. Frau Czerwonka, Sie heben die Hand. Lassen Sie uns gern... Ja, also was mich so ein bisschen wundert, vielleicht gehört das nicht mit dazu, aber wir arbeiten zum Beispiel mit Skype Business und da kann man diese ganzen Tools wunderbar nutzen. Man kann super mit dem Whiteboard arbeiten, man kann Umfragen erstellen und das wundert mich so ein bisschen, dass das so gar nicht erwähnt wurde. Also ich bin bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt und bin da im Augenblick gerade als Supporter. Und wir haben ganz viele Workshops über mit verschiedenen Gruppenräumen, also ganz toll, alles über Skype Business. Genau, das ist aber das, was ich am Anfang auch schon sagte. Es gibt unheimlich viele Tools. Und bei Ihnen, bei der Agentur für Arbeit, haben Sie sich ja auf diesen Standard auch geeinigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht klar. Auch wichtig im Unternehmen, das zu definieren, mit was man gemeinsam arbeiten möchte, damit alle ein Grundverständnis haben und auch alle in der Lage sind, sozusagen darauf zurückzugreifen. Je mehr man mit auch anderen zu tun hat, aus anderen Unternehmen oder Institutionen, desto mehr, wenn sie feststellen, dass die auch teilweise ganz andere Sachen verwenden und man sich dann erstmal einigen musste. Also sei es Konferenzmodule oder auch Whiteboards, die dann ja unterschiedliche Funktionalitäten bieten oder auch wie bei Skype Business. Da kann man dann Umfragen machen, das kann man aber auch nicht mit allen Tools. Und ich habe heute versucht, Ihnen so ein bisschen auch ein paar neue Tools vorzustellen oder zu zeigen, um auch das Interesse zu wecken, das vielleicht auch auszuprobieren. Das auch nochmal vielleicht an Sie, weil Skype hat, soweit ich das entsinne, nicht diese Art und Vielfalt von Templates, wie das zum Beispiel Moro oder Miro anbietet, da vielleicht auch einfach mal die Idee, das zusätzlich einzubinden in Ihren Skype-Sessions. Also was mir zum Beispiel auch ein Begriff ist, das ist dieses Konzeptboard. Also das ist tatsächlich so, dass wir das tatsächlich auch nutzen können. Aber klar, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Also und genau, aber das ist so. Und auch bei Skype ist es so, man lernt auch da immer noch mit dazu. Also man kann so viel machen damit, das ist unglaublich. Also ja, ich möchte Sie einfach nur ermutigen, das auszuprobieren, da im Team mitzugehen und da macht es manchmal auch die Abwechslung. Und auch, was ich im Anhang noch Ihnen für heute mitgebe, auch, ich weiß nicht, ob Sie das auch machen, dass Sie Warm-ups machen, dass man erstmal auch miteinander virtuell warm wird. Wenn Sie schon machen, super. Ja. Weil das erfrischt halt auch die Zusammenarbeit. Ja, eine Atmosphäre herstellen, ganz wichtig, ne? Also immer, das ist wirklich
ja, das A und O, um ja, halt auch Lust weiterhin zu haben, weil wir werden virtuell noch eine Zeit lang intensiv uns austauschen und zusammenarbeiten. Und das ist einfach herausfordernd.